Hallo Zuschauer. Hier, BBC News Agency, Provinz Angthong, Thailand. Ich bin Rapunzel Tanjare Tsiamsavit. Live-Bericht aus dem Gymnasium mit 4000 Plätzen. Nakhon Pathom Municipal Sports Center. Provinz Nakhon Pathom, Thailand. Heute treffen wir uns zum ersten Mal. Und wir bringen Ihnen interessante Neuigkeiten, die folgende Schlagzeilen hat. China vollzieht Kurswechsel bei Corona-Maßnahmen. Die Proteste der vergangenen Wochen zeigen Wirkung. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie lockert China seine harten Null-Covid-Maßnahmen. Quarantäne ist jetzt zu Hause möglich. Außerdem soll es weniger Lockdowns geben. Umsturzplanungen für Deutschland, Razzia im Reichsbürgermilieu. Eine Terrorgruppe aus dem Reichsbürgermilieu soll einen Umsturz in Deutschland geplant haben. 25. Menschen wurden festgenommen. Sie sollen insbesondere in Bundeswehr und Polizei für ihre Ziele geworben haben. Donald Trump, der 2024 wieder US-Präsident werden will, ist mit weiterem Ungemach konfrontiert. Zwei Unternehmen seines Immobilienimperiums wurden diverser Finanzverbrechen überführt. Die Proteste der vergangenen Wochen zeigen Wirkung. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie lockert China seine harten Null-Covid-Maßnahmen. Quarantäne ist jetzt zu Hause möglich. Außerdem soll es weniger Lockdowns geben. Der Staatsrat des 1,4 Milliarden Einwohnerlandes verkündete in Peking einen neuen 10-Punkte-Plan im Kampf gegen das Coronavirus. Dazu gehören Erleichterungen für Quarantäne, PCR-Tests und Lockdowns. Für asymptomatisch Infizierte und bei leichten Krankheitsverläufen soll es grundsätzlich möglich sein, auch zu Hause in Isolation zu gehen. Nach einer Woche Heimquarantäne sind dann zwei negative PCR-Tests nötig, um sich wieder frei bewegen zu können. Enge Kontaktpersonen sollen sich 5 Tage zu Hause isolieren und dann freitesten können. Ausgangsbeschränkungen in Stadtvierteln. Die anhaltenden strikten Beschränkungen nach inzwischen schon fast 3 Jahren Pandemie hatten in der Volksrepublik für Unmut gesorgt. Vor knapp 2 Wochen rollte die größte Protestwelle seit Jahrzehnten durch verschiedene chinesische Städte. Ein starkes Polizeiaufgebot hatte danach weitere Demonstrationen verhindert. Der Protest richtete sich gegen Ausgangsbeschränkungen für Wohnanlagen oder ganze Stadtviertel, Zwangsquarantäne, zum Teil fast tägliche Testpflicht und andere harte Null-Covid-Maßnahmen. Nun sollen Lockdowns sich nur noch auf Gebäude, Wohneinheiten, Stockwerke oder Haushalte beziehen, nicht willkürlich auf Bezirk, Straße oder eine gesamte Gegend ausgeweitet werden, wie der Staatsrat weiter mitteilte. Gesundheitscodes oder negative PCR-Tests sollen auch nicht mehr notwendig sein, wenn Menschen zwischen Regionen reisen. Auch Zahl und Häufigkeit der Tests sollen verringert werden. Wichtige Staatsorgane, große Unternehmen und andere spezielle Einrichtungen könnten trotzdem nach ihren eigenen Vorbeugungsplänen handeln. Chinas Außenhandel ist eingebrochen. Die Corona-Lockerungen waren auch mit Blick auf die Wirtschaft nötig geworden. Chinas Außenhandel ist im November unerwartet stark eingebrochen. Die Importe lagen 10,6% unter den Einfuhren des Vorjahresmonats, das war der stärkste Rückgang seit Mai 2020, wie der Zoll mitteilte. Die Exporte gingen im vergangenen Monat im Jahresvergleich um 8,7% zurück, das wiederum war der höchste Rückgang seit Februar 2020 zu Beginn der Pandemie. Die Corona-Pandemie habe im November negative Auswirkungen auf die Produktion und Tätigkeit einiger Unternehmen gehabt, gestand das Nationale Statistikamt des Landes ein. Die Produktion habe sich verlangsamt und die Aufträge seien zurückgegangen. Zulieferer klagten über Transport- und Logistikprobleme und sowohl im Inland als auch im Ausland sei auf den Märkten die Nachfrage eingebrochen, unter anderem wegen erwarteter Rezessionen und der hohen Energiepreise. Vizeministerpräsidentin Suan Kunlan hatte schon vergangene Woche angedeutet, dass es zu einem Kurswechsel in der Corona-Politik kommen könnte. Sie sprach von einer neuen Phase, da die Omikron-Variante nicht mehr so krankheitserregend sei und mehr Menschen geimpft seien. Bevölkerung fehlt natürliche Immunität, allerdings soll die Impfung besonders älterer Menschen vorangetrieben werden, die in China unzureichend durch Vakzine geschützt sind. Aus Angst vor Nebenwirkungen wurden Ältere in dem 1,4 Milliarden Einwohnerland bislang weniger geimpft.
Nur 40% der Menschen über 80 Jahren haben eine Boosterspritze bekommen. Es fehlt in der Bevölkerung auch an natürlicher Immunität, da das abgeschottete China bisher kaum Infektionen. Eine Terrorgruppe aus dem Reichsbürgermilieu soll einen Umsturz in Deutschland geplant haben. 25 Menschen wurden festgenommen. Sie sollen insbesondere in Bundeswehr und Polizei für ihre Ziele geworben haben. Ermittler haben eine terroristische Vereinigung zerschlagen, die seit mindestens einem Jahr einen politischen Umsturz in Deutschland geplant haben soll. Am Morgen wurden 22 mutmaßliche Mitglieder der Gruppe sowie 3 mutmaßliche Unterstützer festgenommen, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. Zugleich wurden in 11 Bundesländern mehr als 130 Häuser, Wohnungen und Büros durchsucht. Laut der Bundesanwaltschaft soll es sich bei den Festgenommenen um sogenannte Reichsbürger handeln. Die meist rechtsgerichteten Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht an. Der Verfassungsschutz rechnet der Szene rund 21.000 Anhänger zu. Bei etwa 5% von ihnen, also rund 1.150, handelt es sich nach Angaben der Behörde um Rechtsextremisten. Die Festnahmen erfolgten an verschiedenen Orten in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Sachsen, Thüringen sowie in einem Fall in Österreich, Kitzbühel, und in Italien, Perugia. Durchsuchungen gab es auch in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Sie richteten sich laut Bundesanwaltschaft auch gegen weitere 27 Beschuldigte. Heinrich XIIIPR, an der Spitze die Terrorgruppe, hat nach Auskunft der Bundesanwaltschaft gezielt Angehörige von Bundeswehr und Polizei für ihre Ziele gewinnen wollen. Sie habe einen militärischen Arm und einen Rat gebildet, an dessen Spitze Heinrich XIIIPR stand. Bei ihm soll es sich Medienberichten zufolge um einen adligen Immobilienunternehmer aus Frankfurt am Main handeln, der ein Jagdschloss im ostthüringischen Bad Lobenstein besitzt. Als zweiten Rädelsführer nennt die Bundesanwaltschaft Rüdiger V.P., laut Medienberichten ein ehemaliger Fallschirmjägerkommandeur. Die Beschuldigten verbinde eine tiefe Ablehnung der staatlichen Institutionen und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland, hieß es. Zur Umsetzung ihrer Pläne hätten sie den Einsatz militärischer mit Spitze Gewalt gegen staatliche Repräsentanten sowie Tötungsdelikte in Kauf genommen. Russland als zentraler Ansprechpartner. Die Gruppe plante der Bundesanwaltschaft zufolge die Bildung einer Übergangsregierung, die dem klassischen Reichsbürger-Narrativ entsprechend die neue staatliche Ordnung in Deutschland mit den alliierten Siegermächten des Zweiten Weltkriegs verhandeln sollte. Zentrale Ansprechpartner für diese Verhandlungen sei aus Sicht der Vereinigung derzeit ausschließlich die Russische Föderation. Heinrich XIIIPR habe auch bereits Kontakt mit Vertretern der Russischen Föderation in Deutschland aufgenommen. Nach den bisherigen Ermittlungen gibt es allerdings keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ansprechpartner auf sein Ansinnen positiv reagiert haben, teilte die Bundesanwaltschaft weiter mit. Auch die russische Botschaft in Berlin wies inzwischen jegliche Verbindungen zu Reichsbürgergruppen zurück. Die russischen diplomatischen und konsularischen Büros in Deutschland unterhalten keine Kontakte zu Vertretern terroristischer Gruppen oder anderen illegalen Einheiten, zitierten russische Nachrichtenagenturen eine Erklärung der Donald Trump, der 2024 wieder US-Präsident werden will, ist mit weiterem Ungemach konfrontiert. Zwei Unternehmen seines Immobilienimperiums wurden diverser Finanzverbrechen überführt. Erstmals ist ein Unternehmen eines ehemaligen Präsidenten wegen krimineller Handlungen verurteilt worden, so der zuständige Staatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg. Die Trump Corporation und die Trump Payroll Corp. seien in allen Anklagepunkten für schuldig befunden worden, erklärte der Jurist im Kurznachrichtendienst Twitter weiter. Dies war ein Fall von Gier und Betrug. In Manhattan steht kein Unternehmen über dem Gesetz, betonte Bragg. Die Geschworenen des Gerichts in New York sahen es nach rund zweitägigen Beratungen als erwiesen an, dass der Konzern Zusatzleistungen für Spitzenmanager nicht angegeben und versteuert hatte. Es droht damit eine Geldstrafe von mehr als 1,5 Millionen Dollar. Das genaue Strafmaß soll am 13. Januar verkündet werden. Donald Trump war nicht persönlich angeklagt. Die Anschuldigungen gegen die Trump-Unternehmen beziehen sich auf einen Zeitraum ab dem Jahr 2005.
Die Geschworenen des Gerichts in New York sahen es nach rund zweitägigen Beratungen als erwiesen an, dass der Konzern Zusatzleistungen für Spitzenmanager nicht angegeben und versteuert hatte. Es droht damit eine Geldstrafe von mehr als 1,5 Millionen Dollar. Das genaue Strafmaß soll am 13. Januar verkündet werden. Donald Trump war nicht persönlich angeklagt. Die Anschuldigungen gegen die Trump-Unternehmen beziehen sich auf einen Zeitraum ab dem Jahr 2005. Die Geschworenen des Gerichts in New York sahen es nach rund zweitägigen Beratungen als erwiesen an, dass der Konzern Zusatzleistungen für Spitzenmanager nicht angegeben und versteuert hatte. Es droht damit eine Geldstrafe von mehr als 1,5 Millionen Dollar. Das genaue Strafmaß soll am 13. Januar verkündet werden. Donald Trump war nicht persönlich angeklagt. Die Anschuldigungen gegen die Trump-Unternehmen beziehen sich auf einen Zeitraum ab dem Jahr 2005. Finanzchef packt aus. So bekam der langjährige Finanzchef der Familienholding, Alan Weisselberg, eine Luxuswohnung in Manhattan, zwei Mercedes-Dienstwagen für sich und seine Frau und Schulgeld für Enkelkinder bezahlt. Im Zuge einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft bekannte sich der Trump-Vertraute schuldig und sagte gegen das Unternehmen aus. Damit entging der 75-Jährige einer möglichen Gefängnisstrafe von bis zu 15 Jahren. Er erhielt nur 5 Monate Haft und 5 Jahre auf Bewährung. Außerdem muss er insgesamt knapp 2 Millionen US-Dollar an fälligen Steuern und Strafe zahlen. Die Staatsanwaltschaft von New York hatte 3 Jahre lang gegen Trump und seine Unternehmen ermittelt. Trump, der erst vor 3 Wochen mitgeteilt hatte, 2024 wieder für das Präsidentenamt zu kandidieren, sprach wiederholt von einer politischen Hexenjagd. Das Urteil vergrößert die juristischen Auseinandersetzungen, mit denen sich der 76-Jährige konfrontiert sieht. Neben weiteren Verfahren wegen seiner Unternehmen und Trumps Rolle beim Sturm auf das Kapitol vom Januar 2021 läuft unter anderem noch die strafrechtliche Untersuchung wegen der Aufbewahrung streng geheimer Dokumente auf Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida. Vor 2 Wochen entschied der oberste Gerichtshof der USA, dass der Ex-Präsident seine Steuerunterlagen nicht länger dem Kongress vorenthalten darf. Für großen Unmut sorgte auch die Tatsache, dass Trump kürzlich den bekannten Antisemiten und Holocaustleugner Nick Fuentes sowie den US-Rapper Kanye West zu einem Abendessen Betreiber sogenannter kritischer Infrastruktur müssen sich auf schärfere gesetzliche Auflagen zum Schutz der Bevölkerung einstellen. Das geht aus dem neuen Kritisgesetz hervor, das im Bundeskabinett verabschiedet wurde. Von Stromversorgung über Telefon- und Bahnstrecken bis hin zum kompletten Zahlungsverkehr, die kritische Infrastruktur in Deutschland soll besser als bisher vor Terrorangriffen, Sabotageakten und Naturkatastrophen geschützt werden. Dieses Ziel verfolgen die Eckpunkte für ein umfassendes Gesetzespaket, die das Bundeskabinett beschlossen hat. Deutschland müsse sich insgesamt besser gegen Krisen wappnen, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, deren Ministerium das 7-seitige Eckpunktepapier erarbeitet hat. Seit Beginn des verbrecherischen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gebe es eine veränderte Sicherheitslage, betonte Faeser. Fehlende sowie uneinheitliche Regelungen zum Schutz der kritischen Infrastrukturen, KRITIS, solle mit dem angeballten KRITIS-Dachgesetz der Vergangenheit angehören. Das Gesetzespaket soll erstmals vor allem einheitliche Mindeststandards festlegen, wie Risiken und Bedrohungslagen besser erkannt werden und wie Betreiber wichtige Anlagen besser schützen können. Zu den Auflagen sollen die Einrichtung eines betrieblichen Risiko- und Krisenmanagements, das Erstellen von Risikoanalysen und Bewertungen sowie von Resilienzplänen und die Umsetzung technischer, personeller und organisatorischer Maßnahmen gehören. Das können beispielsweise die Errichtung von Zäunen und Sperren, Zugangskontrollen, Sicherheitsüberprüfungen, aber auch die Diversifizierung von Lieferketten und das Vorhalten von Ersatzsystemen sein, damit Sabotageakte nicht gleich komplette Systeme lahmlegen. Zentrale Anlaufstelle, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Zu den kritischen Infrastrukturen zählt die Bundesregierung Organisationen oder Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden.
Das Bundesinnenministerium nennt konkrete Sektoren: Energie, Verkehr, Bankwesen, Finanzmarkt, Gesundheit, Trinkwasser, Abwasser, digitale Infrastruktur, öffentliche Verwaltung, Weltraum, Lebensmittel, Produktion, Verarbeitung und Vertrieb. Zudem würden Kultur und Medien angemessen einbezogen. Eine zentrale Rolle bei dem Thema ist demnach für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe vorgesehen. Das Innenministerium will diese Einrichtung zur zentralen Aufsichtsbehörde ausbauen. Es ist auch ein Sieg für US-Präsident Biden. Im Bundesstaat Georgia ist über den letzten freien Sitz im Senat in Washington abgestimmt worden. Die Demokraten verfügen in der Kongresskammer nun über eine gute Mehrheit. Der demokratische Amtsinhaber Raphael Warnock hat die mit Spannung erwartete Senatsstichwahl im US-Bundesstaat Georgia gewonnen und damit die Mehrheit der Partei von Präsident Joe Biden im Senat gestärkt. Warnock siegte nach Auszählung fast aller Stimmen mit 50,8% über den früheren American Football-Star Herschel Walker von den Republikanern. Der von Ex-Präsident Donald Trump unterstützte Kandidat erhielt 49,2%. Die Wahlbeteiligung sei sowohl in den Wahllokalen als auch bei der Briefwahl hoch gewesen, sagte Wahlleiter Gabriel Störling dem Sender CNN. Die Menschen in Georgia waren sehr motiviert, ihre Stimme abzugeben. Die Stichwahl war zwar nicht mehr das Zünglein an der Waage für die Machtverteilung im US-Senat. Trotzdem wurde ihr große Aufmerksamkeit zuteil, unter anderem, weil Walkers Abschneiden als weiteres Indiz für die Chancen von Trump bei dessen bereits verkündeter Bewerbung für die Präsidentschaftswahl 2024 galt. Nun eindeutige Mehrheit. Im Senat bei den Midterms, den Kongresszwischenwahlen im November, hatte die Demokratische Partei ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus zwar verloren. In der anderen Kongresskammer, dem Senat, konnte sie aber ihre hauchdünne Mehrheit verteidigen. 50 der 100 Mandate waren den Demokraten bereits sicher. Nun gewann die Regierungspartei mit Georgia den 51. Sitz hinzu und kontrolliert damit eindeutig die bedeutenden Kammer. Mit bizarren Äußerungen zog der als College-Football-Spieler zur Legende gewordene Kandidat sich zudem immer wieder den Spott von Kommentatoren zu, so etwa, als er bei einem Wahlkampfauftritt über Vampire und Werwölfe fabulierte. Sowohl Biden als auch Trump lassen sich nicht blicken. Präsident Biden ließ sich im Wahlkampf nicht in Georgia blicken, angesichts seiner geringen Beliebtheitswerte. Stattdessen kam der nach wie vor sehr populäre Ex-Präsident der Demokraten, Barack Obama, in den Bundesstaat. Dort ist der Anteil schwarzer Wähler höher als in vielen anderen Staaten. Nicht nach Georgia reiste auch Walker-Förderer Trump. Da er bei Wählern der politischen Mitte auf viel Ablehnung stößt, ließ sich der 76-Jährige von seinen Beratern davon überzeugen, dass er Walker im Wahlkampf mehr schaden als helfen würde. Am Montagabend warb Trump bei einer digitalen Veranstaltung für seinen Kandidaten, vergeben. Und all dies sind heute Nachrichten von der BBC News Agency in der Provinz Ang Thong, Thailand. Sie können andere BBC-Nachrichten auf der Website verfolgen https://www.bbc.com/news und folgen Sie uns auf dem YouTube-Kanal TTN World und verfolgen Sie alle zuverlässigen Nachrichten auf Facebook, TTN News und allen Social-Media-Kanälen von TTN World, sowohl Twitter, Instagram, TikTok und LinkedIn. @TTN World Channel und sehen Sie TTN World auf Satellitenboxen PSI, Infosat, Gut TV, CSAT Visions, Thaisat, DTV Channel 112, GMMZAT Channel 75, 3BB Giga TV Channel 94, AIS Play Channel 640 und MV Box einschließlich MV TV, MV Plus, Lux TV und Druid Anwendungen. Für heute bin ich Rapunzel Tanjaret Siam Savet. Bis wir uns wieder treffen. Savat Dika.